unser neuer Tisch, meine Lieben. Ja, Papa und Patrick basteln unten. Also wir machen ihn gerade an den Stahlbeinen fest. Wir haben so richtige Stahlbeine. Der ist richtig stabil. Pass auf, die Lucy will dir eine Schraube klauen. Ja, wir können nicht weit kommen. Wieso? Wehtun bei den Zinken. Auf jeden Fall riecht dieser Tisch so gut. Das ist echt Holz, oder? Ja, Massivholz. Ah, hat sie wirklich? Ja, schau. Ist so doof. Luti, was macht der Party mit dir? Oh, was hat der Party gemacht? Die Hunde finden das cool, wenn ihr so am Boden herumliegt. Gell, Lucy, Bella? Alles chillig hier. Ah, der Tisch ist richtig groß. Der ist 2 Meter, oder? Ja, der andere war 1,60 Meter. Genau, so unser Alter 1,60 Meter. Oder? Ich meine, ob wir jetzt noch Platz in der Küche haben, würde ich mal sagen, nope. Aber ja. Und für die Leute, die uns gleich fragen werden oder in den Kommentaren fragen werden, woher habt ihr diesen schönen Tisch von, wie spricht man das aus? Jysk? 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 Dieses alte dänische Bettenlag auf jeden Fall. Das jetzt komisch heißt, so J-Y-Sk. Ja, mit dieser Gans. Wie gesagt, altes dänisches Bettenlager. Von da haben wir den Tisch und es war ein Black Friday Angebot und wir haben 425 Euro ausgegeben. Ja, von 650. Von 650. Auf jeden Fall haben wir nochmal, bevor jetzt Lockdown ist bei uns in Österreich, nochmal zugeschlagen und uns den Tisch geholt. War eigentlich irgend so ein Spontankauf, weil ja, wir haben den gefunden, Black Friday, und wir wollten sowieso, wir waren schon länger auf der Suche nach einem Tisch, der in dieser Art ist, also mit diesen Wellen hier. You know, das ist ja nicht gerade, seht ihr, das ist so ein bisschen gewellt. Und abgesehen vom Tisch, der jetzt neu ist, machen wir auch dieses schwarze Regal weg. Der Baba bringt es jetzt ins Büro, weil wir machen hier Billigregale hin, die sind verschlossen und viel, viel besser als dieses. Ding da, also dieses schwarze, das hat immer so echt scheiße hier ausgeschaut, hat mich immer voll genervt, vor allem weil da alles so offen war. Und jetzt, ja, werden wir das gleich hier aufbauen und euch zeigen, wie das ausschaut. So, den haben wir jetzt aus dem Büro geholt, also unser Billy Regal. Das kommt jetzt dann nach hinten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber das ist ausgemessen. Soll sich alles spitzenmäßig ausgehen, oder? Sicher. Aber wir machen zuerst einen kleinen, oder? Und dann einen großen. Genau, schau, hier kommt ein großer. Du hast da noch Platz zum Sitzen? Wie machen wir dann die Türen auf? Ja, wir machen die Tür auf, bevor ich da sitze. Das ist so. Habt ihr große. Das ist eng hier. Habt ihr viele Kinder gemacht? So, im Küchenchaos wird jetzt das Mäuschen gefüttert. Und der Papa baut die kleinen Billigregale. Ich mache mir da noch einen fetten Kürbis. Wow, und unsere Küche. Ja, schaut katastrophenmäßig nice aus, oder? Ein Hammer brauche ich noch. Geht dein Schnitzel? Klopf auch. Schnitzel. Ungern, aber okay. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Lisa? Papa hat eine Assistentin. Ja, ob da Schnitzel oder Nägel sind, ist wurscht, oder? Sag ich doch. Das ist alles zu klopfen. Unsere Chaos-Küche, das schaut richtig wild. Schaut, Papa, schau dich mal so um. Deko von Luisas Geburtstag hängt noch hier, brauchen wir gar nichts von. Was war das? Ich krieg Herzinfarkt. Was war das? Auf einmal so bellt. Was ist? Zicke. Ich mache hier gerade Brot und habe mir auch so ein Kürbis-Feta gemacht. Mega lecker. Ja. Aber so ja, schaut das jetzt hier aus und hier werden wir das alles reinfüllen. Also die Mikrowelle steht schon mal. Bleibt die dort? Ja, passt, oder? Okay. Okay. Hier Kartoffeln und Zwiebeln. Hier kommen jetzt noch die Türen dran. Können wir auch noch das Trockenfutter da reingeben, oder? Ja. Wir wollten euch natürlich noch am Dekorieren teilhaben lassen. So zumindest ein bisschen was. Wir haben schon Pyjamas an. Yes, das zeigen wir lieber nicht. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist wie gemein. Das ist wirklich gemein.
Ich helfe dir aus. Nein, ich meine, ich zeige mich nicht und du sagst, das kriegt ja Albträume. Ich zeige euch nicht, oder? Wir zeigen uns auch nicht. Aber ich zeige ja dich. Wer ja, ich will da schön. Mein Mann ist so charmant. Wir haben so Tschüss. Ich habe den Dick gemeint. Naja. Meinst du, dass unsere Kinder dann verschwenderisch? Nicht, verschwenderisch, aber ich finde es auch ein bisschen zu viel. Wir sind eine große Familie, wir haben viele Mäuse. Hoppala. Wir würden es mit dem Mund waschen. Weißt du, was der Piff in der Nacht macht, oder? Was ist das für ein Scheiß? Oh, der T-Shirt aber so, was ist das? Das ist immer wahnsinnig, wenn ich was überlege. Kratzbaum. Ich hoffe mal nicht, die kleine Arsch hat. Hm? Oh, ich bin müde. Oh. Na gut, wir sehen uns morgen, meine Lieben. Wer, wo bin ich? Wo bin ich? Also, halt mal so. Die Mama auch zum Sehen ist natürlich. Hallo, meine Lieben. Hallöchen. Schönen guten. Oh, ich habe einen Kuss gekriegt. Papa. Gut, dass ihr das. Kuss. Oh, der Film da, weißt du was? Film in Erinnerung. Ja, klar. Und so eine gute Knutschen aus. Ja. Also, meine, herzlich willkommen. Wir haben Montag und unser Müll ist auch schön zu sehen. Ist gut mit Weitwinkel, können wir allen ganzen Chaos. Ja, jeder hat Müll zu Hause, aber schau mal, machen wir so und jetzt ist weg. Oh, ja. Sie. Wir haben den Müll schon rausgebracht. Ja, seht ihr? Aber das, was man nicht sieht, das, man denkt immer, dass es nicht existiert. Genau. Wie viele Leute fragen mich, habt ihr den Beef noch? Natürlich, aber der ist halt immer irgendwo. Ja, der ist ein Mann. Ah. Ist kaum zu sehen. Erzähl mir mehr. Ja, es ist fast nie zu Hause. Er treibt sich rum. Ja. Erzähl mir mehr. Er hat mehrere Katzen da im Dorf. Das, was der Beef hat, ist keine Bällchen mehr. Deswegen hat er sicher nicht mehr Katzen. Aber anderes Thema. Wir haben jetzt Montag. Wir haben gestern nicht gevloggt, heute gestern war Sonntag. Und da haben wir Family Time genossen. Genau, wir haben den Tag einfach für uns genutzt. Genau. Und das ist manchmal auch natürlich wichtig. Sehr, sehr wichtig, natürlich. Und heute sind die Kinder wieder alle Schule, Kindergarten. Nein, Kindergarten nicht, weil die Luisa ist noch zu Hause. Die ist ja noch ein bisschen, ja. Wir behalten sie noch zu Hause, weil genau. Es halt, sie war ein bisschen krank und sie hat sie noch nicht komplett auskuriert, aber mal schauen. Ja, und ja, wir wollten jetzt hier weitermachen. Ja, also wir sind jetzt da mal stehen geblieben. Der Schrank steht schon, aber ist noch nicht fertig. Ja, er muss noch, aber will sie noch zusammenbinden, oder? Ja, also. Oh, die Kamera ist mega schwer. Oh. Hallo, das Baby ist auch schwer. Also ich habe da auf dem Schrank immer Werkzeuge. Die brauche ich für den Schrank zu verbinden. Also die stehen zwar da, aber die sind lose. Und ja, ich habe mir vom Baumarkt solche Verbindungsschrauben gekauft. Mit denen werde ich die Schränke zusammenschrauben. Also verbinden quasi, damit verbinden, sie... Ja. Genau. Und an der Wand auch, ich schaue danach, ob das noch, denn sie ist aber wahrscheinlich schon. Schauen wir dann. Genau. Danach kann man ihn endlich befüllen. Also wir haben schon ein bisschen angefangen und da zum Beispiel so Sachen verstecken, wie die früher immer draußen waren, wie der Toaster, der hat dann immer schön eingestaubt oder was auch immer. Aber da ist er mir einfach lieber drinnen. Meine Thermomix-Sachen, mein Friend und so weiter, der stand jetzt auch voll lange draußen. Wenn ich ihn nicht nutze, ist es ja blöd, wenn er draußen rumsteht. Ja, und da haben wir noch Kartoffeln. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal kurz reingestellt, genau. Weil sonst ist er noch leer. Weil ja, wir müssen das mal, also man wollte unbedingt das zuerst mal machen. Und dann können wir weiter befüllen und hier so ein bisschen mehr Ordnung schaffen, gell? Vor einem Jahr war er noch in meinem Bauch und was macht er jetzt? Jetzt kannst du ihn nicht mehr fangen, er läuft im Haus herum. Ja. Nee. Ich glaube, ich gehe mal Pyjama anziehen. Postler. So, jetzt gehen wir kurz bei dem Müll vorbei. Kurz Hand halten. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist unser Büro. Ja, stimmt, aber man hat ja vor ein paar Tagen aufgeräumt. Ja, ich habe vor ein paar Tagen aufgeräumt, aber in der Zwischenzeit haben wir der Billigregal von da rausgenommen, in der Küche gebracht. Und dadurch haben wir im Büro wieder ein Chaos verursacht. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das wieder beseitigen werde, aber... Jetzt stellen wir alles hier rein. Genau. Let's go. Da ist, mal hinter der Tür. Da ist das Büro. Der Tisch ist auch richtig klein, ja, muss man schon sagen. Und hier unten. Da steht alles im Weg, was im Weg stehen könnte. Super.
Also da könnt ihr schon mal Hilfe brauchen. Hm, wer meldet sich freiwillig, Mama? Okay. Na gut, dann bleibt wahrscheinlich eher an mir liegen, weil die Mama hat auch viel zu tun. Und zuerst machen wir da in der Küche, dass wir halt eine Sache fertig haben und danach gehen wir ins Büro. Leaving this place, the sun's about to break, y'all riding shotgun. The feeling we chase, I'm wide awake, take me away now. So, jetzt bin ich fertig. Die Schränke sind schon zusammengebaut und dementsprechend wirklich viel stabiler als vorher. Jetzt kann man die Sachen dann einräumen. Da habe ich alles wieder drinnen gelassen, wie es vorher war. Aber da werden wir halt die Teller reingeben, halt was schwer ist, weil die Schublade da. Also wir haben wirklich Platzmangel gehabt und wie man sieht in der Schublade, der ist mega überfüllt und die Teller sind sau schwer. Und wir haben bemerkt, dass die Schublade ein bisschen nach unten sinkt. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir die Teller dann im Schrank geben, aber das will man dann nachher. Zuerst muss ich aber die Werkzeuge von da wegräumen und dann geht es weiter im Büro. Da habe ich am meisten Angst, denn dort ist wirklich alles kreuz und quer und da ein bisschen Ordnung zu schaffen, muss ich mir eine Strategie überlegen, wahrscheinlich alles, was im Büro ist, im Vorraum, also im Gang hinzustellen und dann wieder jeder Einzelne ins Büro reinzubringen. Hey, meine Lieben, es ist schon Mittagszeit. Ich habe es im Büro nicht mehr weitergeräumt, denn in der Zwischenzeit habe ich ein paar Telefonaten machen müssen und dann die Lara von der Schule abholen. Jetzt werde ich zum Mittag was kochen, und zwar Schnitzel. Das ist ein sehr beliebtes Gericht bei uns zu Hause. Die Lara und die Luisa und der kleine Mann sind bei mir in der Küche. Die Lara macht die Hausaufgaben und die Luisa schaut ein bisschen iPad und der kleine Mann gähnt. Ja. Und die Mama ist jetzt im Büro, mein Büro. Die Mama ist jetzt im Wohnzimmer. Eigentlich Wohnzimmer ist Mamas Büro geworden und ihre Büro ist mein Büro geworden. Deswegen schaut das Büro dementsprechend so aus, weil mein Büro ist. Ja. Die Mama arbeitet jetzt, wie gesagt, aber jetzt ist im Wohnzimmer, sie dreht ein paar Stories und ich kümmere mich jetzt um Mittagessen und den Kleinen. Schaut unsere Mittagessen, meine Lieben, aus mit Rotkrautsalat. Die haben schon einen Bärenhunger. Ja. Okay. Let's go! Cut! Genau. Die Kinder haben schon gegessen. Jetzt sehen wir Mama, Patrick und die Michelle kommen ein bisschen später von der Schule nach Hause. Aber es ist noch genug Essen für alle. Schmeckt. Sag mal, diese Schnitzel schmeckt fantastisch. Die Leute, die das schon mal nachgemacht haben, können das bestätigen. Also wirklich traumhaft. Schon gut, oder? Kurze Unterbrechung, die Speicherkarte war voll, ich habe es ein bisschen
versucht, die Karte frei zu bekommen, und zwar die alte Dateien habe ich gelöscht, und ich habe nicht nur die alte Datei gelöscht, sondern auch der Anfang von diesem Vlog. Ja, es tut mir mega, mega leid, denn es war wirklich ganz doof von mir. Aber ja, egal, jetzt geht man weiter mit dem Regal, sonst kommen wir nicht mehr weiter. Oh Gott. Zimmer schaut dementsprechend schön aus. Mein Gott, ich habe alles beseitigt. Es war ehrlich gesagt nicht so einfach. Man kann auch den Teppich sehen, was vorher nicht möglich war. Alles im Regal verstaut, mehr oder weniger. Also ich glaube eher mehr verstopft. Aber die Sachen, die da drinnen sind, brauchen wir. Ich finde, es schaut nicht so schlimm aus, außer diese Sackel, aber das verschwindet. Den nehmen wir gleich wieder weg. Und ja. Schaut nämlich ein bisschen besser aus. So, da ist das schwarze Regal, die vorher in der Küche war, und verwende ich jetzt für meine Bürosachen. Ich glaube, da passt eigentlich besser als in der Küche. Ja, und ich hoffe, dass es diesmal länger sauber bleibt. Und ja, meine Lieben, hiermit beende ich mal den Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten, und bis nächstes Mal. Baba!